So, Leute. Jetzt geht's auf in, naja, einen Mario Kart-Abklatsch. Ja, schon irgendwie. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier bei einer Art Mario Kart gelandet. Jetzt funktioniert die Fernbedienung wieder super. Jetzt wieder nicht. Naja. Wird schon irgendwie. So, Steuerung. Wie immer. Bitte 2 Gas, 1 Bremse, lenken mit Kontrolle. Ah, okay. Willkommen bei der Demo-Version von Mario Kart 9. Es ist sehr schade. Okay, ja, ich hab schon mal zu tun gehabt, mein Bildschirm zu finden. Wenn du in Schleudern gerätst, machst du zu viel Gas in der Kurve. Mhm. Es lohnt sich zeitweise einfach nicht aufs Gas zu steigen. Oder einfach mal kurz den Finger wegzutun vom Gas. Mhm. Und die Steuerung ist sehr schwammig und die nimmt es auch sehr genau mit deinen Inputs. Also wenn du einmal nach links gelenkt hast, dann lenkt er auch nach links. Keine Chance mehr. Das ist ja ein paar riskante Manöver statt, ansonsten komme ich hier nirgends mehr hin. Ja, das muss ich auch, aber ich glaube, ich bin gleich auf der Zielgerade. Ja. Naja, man muss dazu sagen, ich spiele das Ganze schon ein bisschen länger als du. Ich habe sogar... Ich habe die ersten 5 Sekunden damit zugebracht, mein Bildschirm zu finden. Du weißt auch schon, dass das links unten angezeigt wird, oder? In deinem Bildschirm, wer du bist. Hm. Ja, schon. Ich hab auch das ich weiß, aber ich habe trotzdem meine Zeit gebraucht. Tatsächlich sieht es jetzt noch sehr schlecht für mich aus, aber das liegt eher daran, dass es sehr knapp ist im Moment. Wir erinnern uns unseren letzten Part, oder nicht? Ja, ich will nur eines wissen. Ich bin hier. 1, 2, 3, 4 müsste ich würfeln. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, also ich könnte mit dem großen Bonbon davonziehen. Dann hätte ich 10 Münzen übrig. Mitunter kann ich als dritter Platz sogar das Taxi verwenden. Das Taxi könnte ich aber auch, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das Coolio auch verwenden kann. Weiß ich, wollen wir uns den Spaß geben, es endet im Part. Wenn ich den Waluigi auch noch treffe, dann kannst du vielleicht Gewinn machen. Wollen wir es mal zeigen? Wie du möchtest. Wie du das dir. Das war mal die Antwort drauf. Das hat Toad empfunden und gesagt. Ich weiß leider nicht, ob man die Münzen bekommt, das ist das Blöde. Oder wann man sie bekommt. Das ist eine 1 oder 2. Was in dem Fall gar nicht schlecht wäre. Oh. Weil jetzt bekomme ich ein Bonbon geschenkt und das ist mitunter besser, weil ich der dritte Platz bin. Mm. Und ich brauche sowieso Platz, weil ja, ich habe mich daran erinnert. Da siehst du. Nicht schlecht. Mitunter war das gar kein Verlust. Ja, wer weiß, was du mit dem normalen Bonbon gewürfelt hättest. Also ohne Bonbon. Mein. Ah, oh, Luigi, 1, 2, 3. Wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, ob du aus Kugel die Delfin verwenden kannst, aber für dich kostet das erster Platz auf jeden Fall 20 Münzen. Na dann, wollen wir lieber kegeln gehen. Es kann aber sein, dass du es dir trotzdem anbietet, dann hättest du es halt beim Fenster rausgeschmissen. Dann will ich es einfach nicht sammeln. Das wäre aber dämlich. Nicht, wenn ich mal Reach dafür wollen. Doch. Oh, er bringt dich 30 Fälle für 30. Nein. Das hätte ich aber auch schon gemacht. Und ja, man bekommt die Münzen sofort. Aber weiß, vielleicht werde ich noch zum Münzsammler und krieg dann Bonusstern. Am Ende des Spiels. Die sind zufällig. Das ist leider ab Mario Party 6. Nee, 7 sind es zufällig. Da gibt es nämlich auch den Wanderstern, den Itemstern, also in dem Fall Bonbonstern. Aber wer weiß, wofür ich die Münzen nicht noch brauchen könnte. Es gibt, glaube ich, auch einen Münzstern und es gibt auf jeden Fall auch einen Minispielstern und den Fragezeichenstern gibt es auf jeden Fall auch. Hoppla. Aber da kann ich dir ehrlich gesagt gar nichts sagen dazu. Der Mario hat sein Ausdauertraining hinter sich gebracht. Ja, was mich eigentlich wundert, ist so viel wie der durch Höhlen klettert und nichts dabei isst, außer Knoblauch. Wie kann der so fett sein? Er ist fett aus Entscheidung heraus. Waluigi hat gerade Pro-Gamer-Move gemacht. Und euch weiter weggerannt? Ja,
Mario hat das Bonbon im Übrigen, glaube ich, auch. Das ist jetzt aber schlecht. Nein, ich werde mal zu fliehen versuchen. Oh! Eieieiei! Das ist jetzt ganz blöd, weil wenn es jetzt um 20 Münzen geht... Naja gut, das ist eigentlich auch schon schlimm genug. Vor allem, wenn jetzt ein Glücksminispiel kommt. Ich hoffe auf das Multiplizieren. Multiplizieren? Zielen. Zielen. Oder auf das, Ja! Da kannst du abschreiben, Alter! Okay. Ja, mit A oder B schießen, mit dem Cursor such dir eine Karte aus und schau, dass du möglichst hohe Punktezahlen kriegst. Mhm. Wenn du einmal X0 spielst, dann häng dich auf. Achso, dann, ja, dann verliere ich einen Punkt. Ich stehe in dem Fall lieber auf. Man kann eh kurz vorher üben mit dem Cursor. Okay. Wo bin ich? Ich bin weg. Bei mir auch. Okay, ich habe sowieso. Achso, ich habe 5 Karten. Okay. Ich glaube, ich habe eine. Ich habe einfach drauf losgeschossen. Ich glaube, ich habe eine getroffen. Da wusste ich gar nicht, was das war. Das könnte also ich glaube, ich weiß nicht. Es könnte sein, dass ich es gewonnen habe. Ja. Ich habe es gewonnen. Gut gemacht. Naja, es gibt diesen Trick 50 mal 2 mal 2 mal 2. Ich habe jetzt 28 Münzen. Respekt. Naja, somit ändert Mario Party eigentlich durch Glück auch ein bisschen die Statiken. Mhm. Das war früher seltener, wird jetzt aber eigentlich immer häufiger. Also die neueren Mario Party sind immer mehr vom Glück abhängig. Also Mario Party 4 war, glaube ich, das am wenigsten glückabhängige. Alter. Gut. Das ist eine Entschädigung. Jetzt macht er schon automatisch. Ich muss den Controller wirklich stillhalten. Aber ich glaube, ich werde das für den nächsten Part ausstellen. Ey, ich komm zu dir. Nicht so besonders gut. Jetzt kommt Mario mit noch so einer Kugel. Ja. Goll. Genau. So. Nee, der kommt zu uns. Komm her, Bro, ist noch Platz. Ich will jetzt mal Luigi außen vor gelassen. Der denkt sich auch, Alter, da geht nicht, Alter. Jetzt macht er minus 1. Naja, tatsächlich, hätte er 1 gewürfelt, hätte er sehr gute Karten gehabt. Ja, manche Minispiele gehen in dem Fall schneller, manche langsamer, das ist, ja. Das Schlimmste sind halt bei uns solche Zeiger-Minispiele wegen der Gyrosensorik. Oh, das ist mein Lieblingsspiel! Dosen schütteln. Was machen wir, schütteln? Wie eine Dose schütteln. Wie eine Dose schütteln. Als ob der wie fern mit einer Dose wäre. So schnell wie möglich? Also, okay, ich schüttel schon mal vor. Das ist ja auch blöd. Jetzt soll ich mal zeigen, wie das geht. Keine Chance, Alter! Kannst du nicht! Puh! Das war 5 Sekunden nur, aber das waren... Das war schon was. Keine Chance, in dem Minispiel bin ich godlike. Da hast du wirklich Problem. Wenn du das versuchen willst. Da musst du eine Runde mehr drauf haben. Komm schon, hohe Zahl oder 2? Hohe Zahl. Komm schon, lass mich. Ja, das mit den Fernbedienungen ist bei uns ein Problem, aber wir machen es trotzdem.
Zum Glück ist das, glaube ich, die einzige gute Mario Party, die es mit Wii-Fernsteuerung gibt. Also andere ist alles mit Controller. Oh, dann kriegst du noch extra drauf. Ja, das Blöde ist, du stellst dich in der Runde richtig gut an. Das ist rein glücksabhängig, du. Ja, trotzdem. Es kann jetzt genauso gut passieren, dass du das würfelst und das auch schaffst. Ist sicher nicht so schlecht. Warte, wie weit käme ich noch? 1, 2, 3, 4? Ah. Musst du entscheiden, ich würde es machen. Moment. Ich weiß. Warte, kann man. Du kannst, ja, du kannst die Übersicht. Bin ich da? Wenn du 4 so weiter gehst, kommst du auf ein blaues Feld. Und wenn du ganz nach oben gehst, der setzt dich aus. Warte kurz, minus, minus 6, der setzt dich beim ersten blauen hinter dem roten aus. Okay. Und von da an 4 landest du auch auf einem blauen. Das Problem ist, dann bist du gerade in der Reichweite mit hohen Zahlen von dem Fragezeichenfeld, das dich zurückschickt. Musst du kalkulieren, wenn du deine 8 würfelst, dann bist du, glaube ich, raus oder eine 7 oder da sehe ich irgendwas die Gegend. Ah, ich fahre mal die Runde. Ja, wenn das einen trifft, dann ist es sowieso blöd, aber. Wir wissen, ein armer Schlucker, dann kriege ich bessere Preise und man kann nicht so viel. Nicht immer! Lernen. Nicht immer! Du kriegst zwar manchmal die besseren Bonbons, aber du zahlst dieselben Preise. Okay. Manchmal kriegst du. Das stimmt schon. Na, wenn du jetzt zum Beispiel eine 6 würfelst, was gutes Mittelfeld ist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Mein 6 ist schon okay. Oh. Der mal sneakt sich das jetzt ganz leicht. Das ist halt das Gemeine, wenn der Stern gratis ist. Du Lusche! Oh Mann, ich glaube, Mario ist der größte Versager in der Runde. Es gibt nämlich immer einen, kommen, der stärker ist und einen, der schwächer ist. Egal, auch wenn beide dieselbe Schwierigkeit haben. Aber es wird ein Kom supportet, damit der halt, ja, das spannend hält. Wow, oh, der darf das für 5 Münzen. Aber ich glaube, das war nicht gerade eine gute Entscheidung. Glaubst du, dass er da... Ich bin mir sogar sicher, dass ihm das passiert. Okay. Wobei ich das jetzt auch nicht sagen kann. Ja! Ei. Das ist nämlich das Mini, das Spielfeld, auf dem du zurückgeschossen wirst. Vor dem habe ich dich gewarnt, jetzt sehen wir das zumindest mal. Total gemein. Die stecken ihn in die Kanone und schießen ihn zurück. Wobei Wario kennt sich ja mit aus der Kanone geschossen werden sogar aus. Mhm. Das kommt ja in diversen Wario-Spielen, sowohl wie in Shake Dimension als auch in Wario 4, glaube ich, auch vor. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Oh, wenn du das würfelst, dann bist du genauso K.O. Mit einer 6, damit kommt er zu mir. Wird spannend. Wird spannend. Jetzt sind schon wieder alle vorne. Derjenige, der 2 Bonussterne bekommt, hat gewonnen. Mhm. Ich habe ja auch einen Steinbomb-Bot zum Beispiel. Oh, fuck. Also, ich glaube, er ist schon mal raus, was das Treffen von dem Feld betrifft. Mhm. Außer, wenn er so schlau ist und er setzt es nicht ein. Aber gut, das wäre ja sehr blöd. Wobei, ich würde ganz gerne was probieren, bevor wir das Minispiel starten, nämlich die Sensorbar mal abwischen. Ja, das wäre keine schlechte Idee. Oh, ja, das sollten wir da sowieso machen. Das ist nämlich ein Spiel, das ist sehr auf die Gyro-Traktion anfällig. Der Spieler ganz oben links, der macht doch wirklich beinahe Perfektion. Es gibt einen Trick, wie man das schaffen kann. Du kennst ihn ja, das hatten wir schon mal, das Minispiel. Schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. Oh, so, ja, so schlimm ist es nicht.
Zumindest bei starken Combs funktioniert der noch, bei extremen verlierst du meistens. Muss ich was drücken dazu? Ah, oder irgendeine Taste, glaube ich. Oh, okay. Reicht auch. Ich sehe, was du machst, ich probiere auch. Ja, nur, ja. Der nimmt das nicht so, wie er soll. Es ist sehr, sehr schwammig. Leider. Wenn man das so, wenn man das als Einzelner spielt, dann hat man ganz gute Karten. Wenn man dann direkt vor der Sensor-Bar sitzt, das, sieht, das funktioniert natürlich schon. Aber, ja, so zu zweit. Es geht gerade von unserer Position aus sehr, sehr schlecht. Vor allem, wir haben das Mikro genau vor der Nase. Wir müssten uns mal das Video nach hinten und dann nach vorne ziehen, aber... Naja, ich glaube, da wäre es besser, wenn wir zwei hätten. Im Moment, ich nehme ja nur mit einem Mikrofon auf, weil es ja meistens so ist, dass ich meistens keinen Mitspieler habe, sondern nur einen Koop. Mit dem Doppelmomor? Oder zweimal Momor? Ja, das kannst du mit Doppelmomor dazu sagen, dass. Ja, ich meine, Taktik muss sein. Taktik muss sein. Du kommst sonst nicht weiter. Geht schon mal nicht mehr? Okay. Keinen Preis, wenn du dafür an dem einen Feld vorbei bist. Kann passieren. Kann alles passieren. So, so. Und du landest noch nicht drauf. Das kann ja oh, vielleicht krieg ich einen Top zweimal, dreimal, achtmal Bonbon. Kann sein. Du kriegst ein Duellbonbon. Oh. Nicht besonders schlau. Also es ist nicht schlau, es gegen einen Spieler einzusetzen. Gegen einen Computer könntest du es schaffen, aber bei Spielern ist es mehr davon abhängig, welche Gyrosensorik besser funktioniert. Vor allem, du musst auch meistens davon... Es kann nämlich passieren, dass du auch deinen Stern verlierst. Außer du hast genug Münzen und das hast du im Moment nicht. Beziehungsweise, das kann ja auch haushoch daneben auch gehen. Das würde... Naja... Ich würde es gegen den Com einsetzen, es ist ja mehr ein sicherer Gewinner als... Und besser gegen den Wario. Nein, eigentlich gegen Waluigi. Das wäre, weil er so stärker kommt. Ja, aber ich sollte ja am besten gegen den Schwächeren antreten, oder? Nicht wirklich, weil der Schwächere kann hier nicht gefährlich werden in der Endabrechnung, wenn er jetzt nicht... Ach so. Es geht um das, du musst immer aufs Ende hindenken. Je mehr Scheiße Wario passiert, umso mehr kann er nur den Pech-Bonus-Stern bekommen. Wenn er jetzt keine Münzen hat, dann kann er dich auch nicht, wenn Sterne gleich stehen, diese Münzen übertreffen. Yo, Team Bro. You. Ich hoffe auf zwei ganz spezielle Minispiele. Kommt das? Ja! Zwei Kapitäne. Okay. Im richtigen Intervall rudern. Wie kann ich dich nicht enttäuschen? Ah, ganz einfach. Wir müssen auf die Insel und einer von uns sitzt links und der andere rechts. Okay. Und je nachdem, wie stark du ruderst, ziehst du oder drückst du in deine Richtung. Okay. Und wenn wir gleichzeitig rudern, dann kommen wir mit dem schnellsten geradeaus. Okay, am besten einen Rhythmus. Finden wir jetzt schon einen Rhythmus? Nein. Du fängst an. Okay. Noch ein Stück, rüber. Ja. Rüber wieder. Los. Yay. Das ist halt wirklich ein Vorteil. Wenn die Gyrosensorik noch ein bisschen zentrierter wäre, dann wäre das noch einfacher. Und zur Erklärung vielleicht zu den Doppelminispielen, wenn es möglich ist, dass nur einer aus dem Team gewinnt, zum Beispiel wie bei diesem Catchen, und der gewinnt aber bei dem Team, dann kriegt ihr 20 Münzen pro Person, ansonsten sind es nur 10. Wenn es ein Spiel ist, wo ihr sowieso nur im Team gewinnen könnt, dann sind es auch nur 10 Münzen. Oh, das ist böse, ich stehe genau am Start, da kannst du niemanden verletzen. Oder war das so, dass man hier am Start stehen kann? Ich weiß das gar nicht. Zieh sich das einer rein. Aber ich würde halt nicht überholen, weil ich habe doch Steinbonbon. Ich halbiere euch alle Münzen. Wenn du das. Na gut, das Gemeine ist halt. Ich kann dir halt auch bei dem Duell auf den Controller schauen, was du tust. Ja. Das ist bei manchen Minispielen halt auch nicht fair. Oder ich höre, was du drückst, weil der A-Knopf hört sich anders an als der B-Knopf.
Ja. Ich stehe gerade, wo der Waluigi steht. Der doch immer nicht in Smash Bros. Ist. 1, 2, 3, 4 wollen wir nicht. So. Ah, Daumen halten, Leute. Okay, gut genug die Daumen gehalten. Dankeschön. Na, es ist auch sehr, sehr bitter, wenn das passiert. Also. Ich meine, ja, es passiert auch, aber... Gut, Wario muss jetzt aufholen gehen, das ist klar. Ich schenke ihm mal noch ein bisschen. Bis die Minispiele wieder losgehen. Genau. Ganz gleich offen lassen, ich hau's in meinen Becher rein, dann ist gut. Falls überhaupt noch was... Ja, ausgerechnet, das ist klasse. Wieso schraubst du es zu? Ich doch das restliche in meinen Becher rein. Ist ein Instinkt. Wir haben eh noch eine Flasche hier, so ist es egal. Nee. Jetzt hat Don. Vor allem, er macht immer nur den einen. Jetzt hat er den anderen. I'm the best! Wie war dieser Mario Boost Zerstörung? Haben, oder? Ach, egal. Das funktioniert nicht während Animationen. Ja. Hörst du ja. Oh! Das sollte eigentlich nicht passieren. Er stimmt, weil er schon wieder ausgestiegen ist, aber... Oh! Okay, also ich glaube, wenn du ein Duell führen willst, dann musst du den hier kassieren. Okay. Das könnte sonst schwierig werden. Ich meine, es dauert jetzt zwar noch eine Weile, aber der kriegt auch noch Kohle. Jetzt wäre es natürlich bitter, wenn man zu ihm springen könnte und ihn dann vor der Nase wegschnappt. Mhm. Aber... Ja, Wunschdenken, ne? Wasserski-Gaudi. Da kann man mehr als 20 Münzen... 10 Münzen bekommen. Man kann bis zu 20, glaube ich, sogar kriegen. Mhm. Zur Info, Steuerung, nur schwenken. Schwenken, gut. Es kommen solche Plattformen, wo, auf denen du... abspringen kannst mit den Wasserski und da sind Münzen oder Stacheln drauf und musst halt erkennen, wo was ist. Die Steuerung reagiert schnell genug, dass du noch umlenken kannst, wenn zwei sind. Okay. Achtung, die werfen dir auch Stachis entgegen. Du kannst ruhig ganz nach außen lenken. Ah, okay, warte. Die ziehen sich nämlich sowieso in deine Richtung. Ah. Nein! Ja. Nice! Oh. Oh. Die Manöver, die ich da hab, sie sind echt nicht gesund für den Controller! Oh, 15! Yeah. Party, Party, Party! Boah! Wie war das mit, du bist zum Coin Collector? Hm? Hättest du angekommen? Ja, es geht halt wirklich schnell, dass man einen überholt, also das... Ich überlege noch immer, welche Bonussterne mir zustehen könnten. Ich würd erst gegen den letzten 5 Runden oder letzten 7 Runden mit den Bonussternen kalkulieren. Bis dahin kann sich alles mitnehmen. Oh. Wo gehe ich jetzt am besten hin? In den Arsch, würde ich sagen. Nein? Das ist mal eine ungewöhnliche Destination. Wo finde ich das auf der Landkarte? Okay. 20 Felder bringt mich der weiter. Erzähl mir mal. Eins, also das sind 5. Das hier sind 10. Das hier sind 15. Und das hier sind 20. Das heißt... Ich würde hier landen. Ist die eine Kette da unten? Sind es nicht 7 statt 5? Hm? Und du hast mit die Kette, da sind 5.
Die Kette, das sind 7, 3 sind 15, plus 5 lande ich 1 vor dem Bonusfeld. Ah, okay. Plus die 3, was ich noch ziehen darf, würde ich hier landen. Und ich glaube, da vorne ist ein Itemshop. Dann müsste ich aber den langen Weg gehen. Jetzt bin ich im Überlegen, ob ich das machen soll. Du würdest damit das Bonusfeld überspringen. Auf das du eh selten kommst. Auf das du eh selten kommst. Andererseits, ich bräuchte mitunter den Itemladen, der jetzt gleich kommt. Ja. Yeah. Mhm. Also vermutlich verzichte ich hier drauf. Und gehe aber lieber zum Itemladen, weil dann habe ich keine Möglichkeit, das zu überspringen. Mhm. Dieses Feld. Komm schon, du kannst jetzt nicht mehr daneben fliegen. Minus 1. Ich weiß nicht, ob man bei dem Duellbonbon zweimal würfeln kann. Und du müsstest dann. Fahre ich einen Spinnacker? Hm? Ein Spinnacker? Was ist denn der? Egal, ich habe nichts zu sterben. Den zweiten. Also, ich plane mal vorläufig, dass ich 4 in dieser Party bekommen werde. Ich muss nur kurz schauen, wie viel der Runde das eigentlich ist. Okay. Nächste Runde machen wir wieder einen Schnitt, dann haben wir nämlich eine Runde extra Zeit für. Würdest du das bitte überspringen? Nein, danke. Ich mag die Animation. So. Und den. Und den Punkt. Oh, ein Vektorbonbon, das ist böse. Was macht das noch gleich? Du kannst jemanden zum Start zurückschicken. Oh. Verstehe. Lohnt sich am meisten, wenn du Gegner vor dir hast, die ganz hinten sind. Mhm. Also kurz vorm Stern, das Bonbon ist da echt böse. In der Wunderbahn, naja, ist auch noch ziemlich böse. In der Cooperstadt ist scheißegal. Donkey Kong Tropen mitunter auch. Also, kommt halt immer auf das Brett an. Am Bowserring ist es überhaupt. Gibt es glaube ich gar nicht. Mhm. Da gibt es halt noch 2 zusätzliche Bonbons, also. Das Beste, was du haben kannst, ist ein 8-Bit-Bonbon in der Scheige. Wunderbar. Je mehr Zeit er sich dort lässt, umso mehr ist er sicher vor dir. Ja, das stimmt. Du kostest seine Zeit aus. Naja, du bist dort einfach geschützt. Mhm. Und da wirst du auch Probleme haben. Gut. Schön, dass du mich vorwarnst. Einfach nur wischen. Irgendwie halt den Fleck wegputzen. Oh, okay. So schnell du kannst. Wischiwaschi. Ich hab keine Ahnung, ich fuchtel einfach irgendwie rum. Okay. Ich weiß nicht, ob es eine spezielle Technik gibt, aber. Scheiße, du warst schneller um eine Millisekunde. Whee! Dabei war ich kurz im Rückstand noch zwischendrin. Ja. Yeah. Gut, ich meine, das Spiel ist eher. Wenn du weißt, was du tun musst, dann ist es einfach. Das ist zum Beispiel auch so ein Glücksspiel. Wenn du jetzt, sagen wir mal, 4 Leute hast, da kommt es nur aufs Glück an, wer gerade den besseren Frame erwischt. Wenn du einmal einen Leck in der Fernbedienung hast, ja. Kannst du es vergessen. Oh, ich ziehe aber ganz schön vor. Natürlich. Gib mir 3-mal Bonbon. Oh, ich könnte es riskieren, zum Waluigi zu springen. Mach ich nicht. Ich nehme das sichere Zeug. Und vor allem, ich zahle nicht so viel. Vielleicht kann mich dann der Delfin etwas weiterbringen. Weiß man ja nicht. Komm ich nicht sogar schon hin? Ja! Moment mal, 30 Felder bringt mich der. Das sind 6. Das sind 11. Das sind 14. Das sind 16, 17, 18, 19. 21, 22, 23, 24, 25,
Ich beim Grünen sind es 25, 26, 27, 28, 30. Und für nur 25? Ja, das nehme ich doch. Ey. Ja, ich hab blöd, wenn ich das nicht machen würde. Lustig wäre es nur, wenn ich auf Donkey Kong gekommen wäre, aber. Ja. Wenn ich wage, dann ich gewinne. Mhm. Was macht das Donkey Kong Feld überhaupt? Du kannst Münzen einzahlen und dann ein Schüttelspiel spielen, so wie das Dosenschütteln. Mhm. Und dann kannst du deine Münzen vervielfältigen. Je nachdem, wie viel du gehabt hast und wie viel du kriegst. So. Oder Donkey Kong wirft das. Ich habe keine Ahnung, wie das da ist. Ich habe es nur in meinem Story-Modus gespielt. Ich glaube, keins meiner Bonbons zahlt sich gerade aus, wo ich stehe. Nö, glaube ich auch nicht. So. Tatsächlich. Das könnte sich auszahlen vielleicht, oder? Du überspringst halt dein Itemland, du hast dann kein Doppelbonbon mehr. Du musst dann den langen Weg gehen und darfst halt den vorderen, den Tree nicht nehmen. Wo komme ich denn noch gleich hin? Da, wo ich das vorher gesagt habe, eins vor den... Vor dem goldenen Tree? Ja, genau. Mhm, und dann habe ich immer noch 5, glaube ich, 1. Na, da würde ich auf dem roten Feld landen. Na, das machen wir nicht. Auf jeden Fall. Das wäre in deinem Fall nicht so schlimm, dass du im roten Feld landest, weil du hast genug Münzen. Hier brauchst du nicht für den Stern bezahlen. Ja, egal. Naja, so musst du halt jetzt den ganzen Weg nach vorne latschen bis zum nächsten, aber der kommt eh. Und du hast eh, glaube ich, genug Münzen, dass du dir auch den... Oh. Oh, Wario. Wario, der holt sich einen zweiten. Er hat schnell zurückgefunden, nachdem er weggeschossen wurde. Naja, wenn du rechnest, dass ich bald den dritten Stern habe. Ist der Vorsprung von ihm so groß? Vor allem, ich glaube, Wario könnte den Wanderstern haben. Das wäre gut möglich, ja. Ja. Wobei, das ist immer so zufällig, das kommt immer auf die letzten paar Metern, weil das deckt sich meistens so immer gleichmäßig. So, Waluigi zieht noch, dann das Minispiel und danach wieder Partyende. Yeah. Die Party ist eh schon bald zu Ende. Na endlich! Gott bewahre! Hat der lang gebraucht. An 10 Meter, die kann ich auch gehen. Na, er hat's genossen. Seinen kleinen Privatinselaufenthalt. Du bist dort sehr, sehr sicher. Weil es kann dich fast kein Scheiß treffen. Das Problem ist halt, er darf jetzt auch wieder da weitermachen. Mhm. Also wenn du ihm den Vektorbonbon kassieren kannst, dann mach das bitte. Ich werde es probieren. Oh, das wird ein spannender nächster Part beginnen. Vor allem, jetzt kommt's drauf an, wie viel Münzen. Oh. 20. Jetzt hoffe ich nur, dass es kein Glücksspiel wird. Jetzt sagt er wieder den Spruch wie ein Pleitegeier. Was wird's? Hoffentlich das mit den Äpfeln. Nein, das ist ein Glücksspiel und der Computer betrügt. Ich erinnere mich, ja. Ich glaube, das ist das Spiel, das du am wenigsten magst, oder? Da wird beschissen. Es ändert sich nämlich per Zufall, ob das Seil jetzt richtig ist oder nicht, je nachdem, welcher Charakter jetzt gerade dran ist. Das heißt, du kannst bis zum Ende durchhalten und alle Seile waren richtig. Das gibt's auch. Na dann, das wird ein Horrorpart.